Und hier sind wir wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Warum ich das sage? Weil ich meine Minecraft-Videos immer um 6 Uhr veröffentliche. Weil ich das einfach eine schöne Zeit finde. 6 Uhr morgens. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich da pennen. Ich bin aber ein Frühaufsteher. Und ich finde es immer schön, wenn die Videos da sind, wenn ich aufstehe und ich jeden Tag morgens in YouTube gehe und dann sehe ich so, oh, mein Video ist online, sehr schön. Gucke ich meistens selbst nochmal kurz rein, ob alles passt. Nicht, als ob ich das im Schnitt schon genug tue. Aber doch, einmal noch kontrollieren ist immer gut. So, den Bogen brauchen wir nicht. Aber wir brauchen die Samen. Was macht ihr eigentlich hier, ey? Ich habe den Sand rausgetan und jetzt gammelt ihr hier die ganze Zeit rum, oder was? 2 Smaragd und der gibt mir... Wir können ja mal das ganze Weizen, was wir haben, und dann so eine Gartenschere kaufen. Glas brauche ich. So. Nur blöd, dass ich das ganze Weizen zum Brot gemacht habe. Naja, wir haben noch genug Fleisch zum Braten. Da mache ich dann noch ein bisschen... wir haben ja... Na, Holz haben wir nicht genug, weil wir wollen ja die Mauer bauen und die wird aus Holz. Boah, und der Baum, der sieht so geil aus. Ich mag diese Dornenbüsche nicht. Was? Fuck, hat der mich jetzt erschrocken. Alter Scheiß. Boah, du blödes Schaf. Komm her, ich will den Hut. Overdose. Sehr schön. Was hast du da auf dem Kopf? Was? Da könntest du vielleicht einen Schritt so. Achso, warte, die kann man ja hier. Genius IMAX strikes again. Oh, eine Katze. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, ob die Viecher. Ob die Viecher neu spawnen. Es war ja irgendwie so bei einem Update, dass man Farmen bauen muss. Da habe ich mich jetzt gar nicht informiert, das ist ja blöd. Dann sollte ich nicht zu viel hier töten. Auch wenn hier tausende an Viecher spawnen. Oh, da hinten ist ein... was ist das für ein Wald da hinten? Loch, hüpf, hüpf, hüpf. Sieht auch voll schön aus. Ich bin auch viel lieber in so grünen Gebieten. Oh Mann, was sind das eigentlich für Bäume? Viel lieber in so richtig saftig, oh mein Gott, grünen Gebieten, als hier in so einem ausgetrockneten, aber da vorne sind... Aha, Sekura Leaves. Finde ich, sehen schön aus. Ach, das hier ist wieder dieses... So ein Blumenbiom, da war ich doch gestern. Ups. Und hier ist irgendwo ein Creeper. Direkt unter mir. Oder über mir. Aber ich denke mal mehr unter mir. Was hast du denn da? Ach, wie geil. Ash. Ja, Ash's Cap. Wie geil, Alter. Mann, ey, den Entwicklern war echt langweilig. Hutmod. Finde ich gut, gefällt mir. Gefällt mir sehr. Was haben wir hier? Ungewöhnliche Biene. Ah, und hier haben wir wieder so einen Raspberry Busch. Bauen wir mal ab und nehmen ihn mit. Ich weiß gar nicht, ob die dann bei mir im Biom wachsen. Aber sollte eigentlich. So, und was kommt als nächstes für ein Lied? Oh, Deliberate Thought. Immer dieses Englisch und diese Kreissäge im Hintergrund. Wir zersägen kleine Kinder. Ja, okay, das lassen wir lieber. Was ist das hier? Boah, wie ich Licht. Diese Lichtbugs hasse. Das ist so eine Seite, die ich. Oh. Du Kuh. Was ist das da? Okay, random lila Dinger. So, und da hinten ist wieder dieses Höllenbiom. Das finde ich so hässlich. So schöne Biome und dieses wunderschöne Blumenbiom. Und direkt daneben. Was ist das? Und direkt daneben diese abartige Hölle. Was ist das Schwarze da? Was ist das? Obsidian-Totem. Tut es weh? Nö.
Klopf, klopf. Wie tief geht denn das? Was bist du denn für ein... Hier ist wahrscheinlich Herobrine in der Nähe oder sowas. Dann kreist ihr gestimmt mir zu. So, dann gehen wir mal schnell wieder nach Hause, weil es wird schon wieder Tag. Es wird schon wieder Nacht. Schauen wir mal, ob wir hier noch... Oh, hier ist ein Busch. Da können wir mal ein bisschen was von mitnehmen. Was ist denn das? Ich glaube, so einen haben wir schon, glaube ich. Was ist das? Raspberry, ja. Nehmen wir aber mal ein bisschen was von mit. Weil die kann man ja angeblich pflanzen und Raspberries kann man essen. Und essen wir für Hunger. Damit wir weniger Hunger haben. Don't Starve Logik. Das finde ich so geil an Don't Starve Essen und dann diese Sanity und alles mögliche. Und hier ist dieser Stein, den ich gestern gemeint habe. Brüchiger Stein. Hat der Schnauzer dann erzählt, dass es sowas ist wie, wie ist der weiße Stein in Tackett? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, den mag ich aber nicht so. Oder mit dem baue ich nicht, weil ich den so langweilig weiß finde. Aber ist ja schon wieder so ein Totem. Was hat's mit denen auf sich? Kann ich ja gleich mal googeln. Jetzt haben wir Kupferkies, den nehmen wir mit. Weil, wie wir wissen, ist Kupfer sehr, sehr verdammt wichtig in Tackett für Kabel. Ich finde es gut, dass man hier die ganzen Kieserze hat, damit man nicht immer minen gehen muss. Okay, so viel ist es jetzt nicht wie eine Mine, aber es ist schon mal mehr als nichts. So, kann ich die mitnehmen? Voll geil. Jetzt ist die Frage, ob ich die pflanzen kann bei mir im Biom. Ja, yeah, jetzt gibt es Klaviergas. So, so eine Musik kann ich mir auch echt immer nur bei Minecraft Let's Play geben. Normal höre ich ja mehr Drum und Bass und du tust mir nicht weh. Dubstep in letzter Zeit eigentlich fast gar nicht, weil ich irgendwie genug Dubstep jetzt erstmal gehört habe. Wow. Fuck, der ist direkt hier irgendwo. Ich will gar nicht rausfinden, wo der ist, ehrlich gesagt. Ach da, guck ihn an. Ahaha, Noob! Noob, 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 stirb! So, schnell wieder zurück. 13 Leben hat er noch, krass. Ich finde es auch geil, dieses RPG-Ding ganz links oben. Wenn ich gucken kann, wie gesund die Leute noch sind. Was bist du denn für einer? Seriously? Ah. Das ist ja das Geilste hier von Doctor Who. Sollte ich sagen, Man in Black. Dafür hat mich eine Freundin geschlagen. Ich weiß nicht, die hat mir mal die erste Folge Doctor Who gezeigt. War nicht ganz lustig, aber fand ich jetzt nicht ganz so spannend. Ich bin irgendwie mehr auf Walking Dead. Das finde ich ja so geil. Beste Serie, die es gibt, meiner Meinung nach, aktuell. Schade, dass die jetzt so lange Pause gemacht haben. Weil es war doch schon angenehm, jeden Dienstag oder sowas die neue Folge anzuschauen auf Deutsch. Aber die brauchen ja auch Zeit, das nachzuproduzieren und es ist ja so viel Arbeit, das glaubt ihr gar nicht. So, was kann ich denn noch erzählen? Ich könnte über mein Praktikum erzählen, was ich gemacht habe vor, ja, in der letzten Schulwoche, sprich jetzt letzte Woche im Juli und erste Woche im August. Da war ich bei einer Fernsehproduktionsfirma bei, ich schreibe den Namen mal, so schreibt man das. Und die haben den Audi Cup gemacht und das heißt, ich war 4 Tage am Stück in der Allianz Arena, morgens bis abends und es war so geil. Das war echt der Wahnsinn, ich habe mir alles angeschaut, ich war im Content Center und habe da hauptsächlich zugeschaut, wie die hier im Live-Dingens, im World-Feed mitschneiden und die Clips für Facebook rausholen und alles mögliche. Mir wurden die großen Schnittprogramme erklärt, weil ich möchte ja später mal Cutter werden. Haben sie mir Avid erklärt. Das ist ein extrem kompliziertes Schnittprogramm, wo man ohne Hilfe eigentlich nicht durchblickt, finde ich. Also da ist Premiere und alles andere wesentlich leichter, aber dafür funktioniert Avid einfach gut und schnell. Auch wenn es kompliziert ist, wenn man es raus hat, dann ist es einfach praktischer.
So, kann ich mich schon ins Bett legen? Ja. Und dann war ich noch bei der Allianz Arena. Ich war ja noch nie in der Allianz Arena drinnen. Ich war ja noch nie im Stadion während eines Spiels. Das war sozusagen mein erstes Mal. Was habe ich denn da? Kupferkies, Zinn, Kupfer. Kupfer und Kupfer ist doch das gleiche eigentlich. Oder? Kupfer und Kupfer ist doch eigentlich das gleiche. Wollen die mich verarschen? Ach, Kupferohr. Ach doch, den kann ich auch in den Dings haben. Genius IMAX Strikes Again. So, und dann machen wir uns auch bald mal einen elektrischen Ofen. Damit wir dann mal mit mehr Speed arbeiten können, weil hier, schaut euch das mal an, ey. Ich hatte beim Tackle-Server 5000 Overclocker. Okay, so viele nicht, aber mehr. Mehr als keinen. Und da ging das doch ratzfatz. Genau, und in der Allianz Arena war ich hinten im... wie hieß es? Ich hab hier die Karte liegen. Schau ich doch einfach nach. Im Medienbereich. Aber es hat doch so einen schönen englischen Namen. Egal, nennen wir es einfach Medienbereich. Also da, wo RTL und alles Mögliche sitzt. Und wir haben die... Wir haben den World Feed gemacht, also auf Englisch. Und haben auch noch mit RTL. Also RTL hat das hier übertragen. Und haben sozusagen mit RTL zusammengearbeitet. Fand ich auch mal ganz lustig, weil die Leute bei RTL sind echt nett. Das hätte ich nicht gedacht. Ich werde ja auch von RTL bezahlt. Also mein Geld bekomme ich sozusagen von RTL. Weil RTL hat sich zu 51% oder so Broadband-TV gekauft. Und Broadband-TV ist die Firma von... TGN ist eine Firma von Broadband TV. Das heißt, von ganz oben kommt RTL. Juhu! War ich am Anfang nicht so stolz drüber, aber die bei RTL sind eigentlich echt nette Menschen. Und es war so geil in der Allianz Arena, als ich das erste Mal unten, also ich bin ja im Publikumsbereich, war ich erst später. Ich war erst unten am Spielfeldrand, während des Halbfinales Bayern gegen keine Ahnung was. Was war denn das? Sao Paulo, glaube ich. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das war so ein krasses Gefühl irgendwie. Man steht in der Ecke, keine 2 Meter von dem Eckpunkt, von dem Fußballfeld weg. Und 5 Meter weiter hinten ist das Tor und da steht Manuel Neuer drin, der jetzt gerade einfach mal übelst den Ball wegdrescht. Und oben drüber hängt die Spider-Cam, die einfach mal mit Vollgas mit dem Ball mitbrennt. Das ist echt der Wahnsinn unten im Stadion. Und dann noch dieses fette Flutlicht von oben. Also Hammer. Allianz Arena war, also es war richtig, richtig geil. Finde ich auch einen geilen Beruf. Spider-Cam-Kameramann. Es ist eine eigenständige oder eine eigene Ausbildung. Wurde mir erzählt. Könnte ich mir auch vorstellen, könnte auch ein geiler Beruf sein. Ups. Nein. Komm. Zack. So. So, ich muss mal einen Schluck trinken, weil ich rede mich hierher. Um Grund und Boden. Und ich trinke kein Wasser, ich trinke gerade Limette. Schmeckt sehr geil. So, Rohaluminium sieht ja hässlich aus. Hey, was ist denn hier schon wieder los? Regnet es draußen oder was? Los, an die Arbeit! Hallo, könnt ihr mal... Pff. Nein, wir brauchen jetzt nicht so. Schau dich die an, ey. Was willst du in deinem Haus? Nein, ich hätte gern... Warte, war das der gleiche? Ach, hier 20 Weizen, das ist der... mit dem wir handeln werden. So, dann mache ich uns hier noch schnell essen. Damit wir das auch mal los haben. So. Total spannend, ich weiß. Wann schaut ihr nicht die Let's Plays? Also wie viel Uhr ist es jetzt bei euch? Das habe ich schon mal in Minecraft Let's Play, Alter, scheiß die Segennerven, Play gefragt. Und da haben mir viele so, keine Ahnung wie viel Uhr das war, ich glaube einer 22 Uhr, der andere hat so um 4 Uhr morgens geguckt, auch okay.
Also ich bin ja jetzt nicht so der Frühaufsteher, dass ich um 4 Uhr aufstehe oder dass ich so lange wach bleibe. Also bis um 4 Uhr bin ich erst das erste Mal wach geblieben. Letztes Jahr in den Sommerferien, 2012, da war ich in Österreich bei einer Freundin und wir haben bis morgens um ja, 4:30, ja, das längste Mal bis um kurz vor 6 Horrorfilme angeschaut im Fernsehen und noch anderen Blödsinn. Haben dabei auch viel Blödsinn gemacht. So. Und dann bin ich heimgekommen um 17:45 und mein Opa ist gerade, mein Opa, also nochmal akustisch, weil ich glaube, ihr habt es nicht verstanden, also mein Opa ist ein Frühaufsteher und der ist mir da halt schon um 17:45 entgegengekommen, war schon im Bad duschen, hat schon das Frühstück vorbereitet gehabt. Und er so, oh, guten Morgen, auch gerade aufgestanden. Nee, ich wollte jetzt da mal schlafen gehen. Wie, du wolltest? Der hat voll den Anfall bekommen, dass ich so lange wach geblieben bin. Aber dann hat das doch akzeptiert und habe ich schnell noch eine Stunde geschlafen. Ich kann dann morgens nicht mehr schlafen, weil ich wache eigentlich jeden Tag um 7 auf und bin dann wach. Keine Ahnung warum. Nennt man wahrscheinlich Frühaufsteher. You know. So. Dass noch kein Vieh hier rumgehüpft ist und. Okay, es sind noch keine Tiere hier in der Nähe. Wenn hier alles kaputt getrampelt hat, wundert mich. Ah, ich glaube, wir müssen jetzt langsam. Na, Richtung Bett noch nicht. So. Ich will mir jetzt mal das Dorf von oben anschauen. Holz habe ich ja dabei. Nee, warte, fällt der. Okay, das ist, glaube ich, eine blöde Idee, mit Treibsand mich hochzustecken. Mal gucken. Oh, okay, es ist eine blöde Idee. Weil dann wäre ich ganz oben und würde nach unten sinken und sterben. Deswegen packen wir den mal schön wieder weg. Hätte ja klappen können. Nee, jetzt eigentlich nicht, aber. Dann müssen wir irgendwo anders Sand herbekommen. Wo war denn eine Wüste? So, Raspberry. Raspberry found in warm areas. Dann holen wir uns noch diesen anderen Busch. Den George Busch, wo ist er denn? Das sind ja so kleine Dinger. Ach, da. Blueberry Busch. Ich habe keine Ahnung, wie man die anpflanzt. Ich mache jetzt einfach mal den hier. Oh. Sehr cool. Achso, das werden ja dann wahrscheinlich große Büsche. Ja, machen wir es einfach mal so. Und testweise dann hier. Sollten sie ja genug Platz haben. Brauche ich die Bäume hier auch noch gleich weg. Mache ich noch hier einen hin. Und den anderen tue ich hier hin. Nur mal zu testen, wie groß die werden. Und wir holen uns hier wieder Weizen, damit wir dann uns die. Ups. Die Dingens hier zusammentauschen können, die Smaragde, damit wir uns hier diese tolle Schere kaufen können. Ich habe keine Ahnung, wie teuer. Ja, das kann ich ja gleich mal nachgucken, wie teuer die zum Craften ist. Dass wir uns sie nicht übers Ohr ziehen lassen. Von diesen NPCs hier. Was macht der? Hähnchen-Nugget. So, Smaragd. Pfeil. So, dann haben wir noch eine fertige Kartoffel. Ich mag ja Kartoffeln, also nicht nur im Real Life, sondern auch in Minecraft, weil die wachsen so schön schnell nach und geben viel Essen. Und im echten Leben bin ich auch voll der Kartoffelfan. Ich könnte mich, also wenn ich mein ganzes Leben lang nur von einem etwas ernährt werden oder mich nur ernähren von darf, dann sind es eindeutig Kartoffeln, weil man kann so viel mit denen machen. Zum Beispiel kartoffelige Kartoffeln und Kartoffeln mit Kartoffeln und Kartoffeln mit Kartoffeln. Aber ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings- oder ein Essen wäre, was ihr euch euer Leben lang von ernährt. Weil ich glaube, ein Leben lang nur Schnitzel essen, oh, also irgendwann würden mir die auch übelst aus dem Hals hängen. Da kann ich schon ins Bett? Nein. So, schauen wir mal, hier die Erze können wir. Das Sortieren von den Kisten machen wir mal wann anders. Jetzt einfach nur mal kurz random reinhauen, ordnen und schauen, was wir brauchen. Warum macht er nicht so viel beim Ordnen?
Ach, weil er mit den IDs nicht zurechtkommt, okay. Dann nehmen wir das hier mit. Wir nehmen das hier mit. Und das hier. Jetzt legen wir uns hier hin. So, so. Und haben wir noch irgendwo gebratenes Fleisch? Da. Tomaten. Raspberry. Oh, jetzt ist aber dunkel draußen. Los, geh unter. Ach, wenn ich mich ducke? Komisch, hier geht die Maus ganz langsam. Wahrscheinlich irgendwas auf dem Tisch. Hallo, könnt ihr da mal die Tür zumachen, bitte? Mal schauen, da steht einer. Ach, ist ja lustig, die NPCs. Also die... Ja, okay, nicht blöd. Eigentlich ist es ja logisch, dass die an der gleichen Stelle stehen. Jetzt ist die Frage, baue ich den Brunnen nach unten oder nicht? Und war hier nicht irgendwo eine Wüste? Also in Richtung Norden war ja das, Dingensbiom hier. Mein wunderschönes Blumenbiom. Hier können wir uns einen Hafen hinbauen. Dann kann man hier so schön durchs Blumenbiom fahren. Hier wollte ich ja eigentlich ursprünglich bauen, aber ich finde es so schön, dass da darf man nicht drin bauen. Schaut euch das mal an. Das ist ja voll geil. Jetzt können wir uns ja auch halt mal das Zeug mitnehmen. Den Kupferkies. Weil der passt ja jetzt echt nicht hier rein. So, schauen wir mal, ist noch irgendwo was? Nein, die Hühner sehen auch so geil aus. So. Genau, und hier unten kann man schön mit dem Boot durchfahren. Ich hoffe, man kommt... man kommt direkt neben dem Höllenbiom raus. Oder? Ja, da vorne ist das Höllenbiom, da ist die Einfahrt. Dann könnte man hier noch... Oh Mann, es sieht so schön aus hier. Ist echt der Wahnsinn. Ich traue mich nicht, hier so eine Rose abzubauen, aber die habe ich schon mal angebaut. Ja, nee, da hole ich mir erstmal den... Boah, was geht denn mit dem Himmel schon wieder ab? Hier verreckt irgendwo ein Skelett. Und da ist viel Kies. Ich schau mal, ob ich den... Wie viele Schaufeln habe ich denn? Nur eine. Ob ich mir da ein bisschen was von dem Kies klaue, damit wir uns dann... Boah, schon ordentlich. Es sieht dann ja wieder total kacke aus. Ja, okay, das ist... Es sieht eigentlich schon total kacke aus. Ja, nehme ich mir hier mal ein bisschen was mit. Das NPC-Dorf. Damit die auch was für die Wege haben. Oder wir was für die Wege haben. So. Nehmen wir den Rest mit der Hand. Nicht als ob wir... wir müssen auch unbedingt meinen gehen. Ich weiß. Aber ich hätte jetzt gern erstmal Glas. Glas wäre mir jetzt wichtiger. Weil ich bin ein kleiner Schisser und ich hasse meinen gehen. Am meisten, wenn Monster an sind. Auch wenn ich sie auf der Karte vielleicht sehe. Sehe ich sie in-game dann nicht und dann, ja, kaboom und so. Sand. Aber wenn ich den Sand hier irgendwo... Mal gucken, sieht sowieso schon viel so kacke aus hier. Ja, ein bisschen kann ich mitnehmen. Ein bisschen mehr anpassen. So. Dann suche ich irgendwo noch eine Wüste dann. Es muss hier eigentlich irgendwo was in der Nähe sein mit Sand, wenn ich mir anschaue, wie trocken hier alles ist. Oder ich klaue mir einfach irgendwo einen Strand und mache so ein... ich weiß gar nicht mehr, wie der bei Gronkh hieß, Andreas, irgendwas. Gedächtnisstrand. Da habe ich noch Gronkh geschaut ganz am Anfang, das war cool. Habe ich mal alle Folgen durchgeschaut, die es damals gab. Sprich von null. Ich habe angefangen, als er... Oder das erste Mal habe ich ihn gefunden, da hatte er, glaube ich, 20 Folgen oder sowas. Hab mir dann die Folgen angeschaut und dann habe ich später, oder habe dann eine Zeit lang nicht mehr Gronkh geguckt, weil ich dann Minecraft noch nicht so spannend fand. Und dann habe ich mir die anderen 300 geguckt, als ich dann ein halbes Jahr Minecraft gespielt habe. Minecraft. So, haben wir das auch. Ja, ich war mal ein Gronkh-Fan, aber nur 300 Folgen lang. Und dann war es irgendwie nicht mehr so spannend.
Das ist immer noch meine Meinung. Ich finde es jetzt aktuell, was er macht, auch so, naja, mit den Mods. Okay, irgendwann wird es langweilig nach 1000 Folgen. Also da hat er schon mal einen vollen Respekt. Ich weiß nicht, also 1000 Folgen Minecraft-Let's Play haben wir ja nicht geschafft. Was ich ein bisschen schade fand, aber okay. Kann man ja jetzt auch nicht ändern. Was? So. Hüpp. Aber dafür haben wir viele verschiedene Projekte und ich finde, man muss halt irgendwelche Projekte spielen, die irgendwann ein Ende haben. Und das hier ist auch sowas, da kann man irgendwann ein Ende ziehen, wenn man alles hat und alles läuft. Natürlich kann man dann noch weitergehen, aber irgendwann macht es halt auch keinen Spaß mehr und dann hört man auf. Und Gronkh zwingt sich da wahrscheinlich ein bisschen durch, weil der kann nicht aufhören mit Minecraft, weil alle schauen ihn nur wegen Minecraft. Natürlich hat er auch noch ein paar andere geile Spiele, die er spielt, aber ich glaube hauptsächlich sind alle Menschen da wegen Minecraft. Und finde ich auch gut, weil der ist ja sozusagen das deutsche Minecraft getan. Könnte man ja fast sagen. So, hier war doch irgendwo noch was kaputt. Oh mein Gott, ey. Was ist denn du da auf dem Kopf? Ja, super, du bist der, den ich brauche. Blöd, Mann. Ich habe echt manchmal das Gefühl, dass am Himmel irgendwie... Warum sind eigentlich keine Wolken an? Ah, schon viel besser. So. Zack. Unser Dörfchen wird auch immer schöner. Machen wir jetzt noch das hier mal schnell. Ich hasse es, dass er nie die Samen unten reinlegt, sondern immer das Weizen. Und dass die NPCs nicht mehr ihre Abspackenanfälle bekommen und auf einmal auf dem Feld anfangen rumzuhüpfen. Das war ja auch geil. Am Anfang haben die ja das ganze Feld zertrampelt. Ich glaube, als die NPCs eingeführt wurden, war das auch noch so, dass man nicht übers Feld laufen konnte. Und dann hat man unter das Feld Zäune gebaut, damit man immer so einen halben Block über dem Feld ist. Oh mein Gott. Alter, was sind das jetzt hier für Ruckler, bitte? Krasser Scheiß. Die Ruckler weisen mich darauf hin, dass wenn die Sonne untergeht, die Folge vorbei ist. Da ist jetzt schon wieder 14 nach ist. Ja, es war schon wieder eine ordentlich lange Folge. Dafür haben wir auch nicht viel geschafft und schön unterhalten und Spaß gehabt. Das ist, glaube ich, auch so ein Geheimrezept, um 1000 Folgen zu machen. Viel reden und nicht richtig vorankommen. Man sieht hier den Wolkenpalazzo. 20.000 Folgen Spanking. Ich muss echt gucken, wo ich in der Wüste ist. Also, da hinten ist ja auf jeden Fall keine. Da muss ich mal hier Richtung da fahren. Ich weiß, in die Richtung da hinten. Da bin ich hergekommen, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, weil das ist ja mein zweites Mal, dass ich sozusagen hier bin. Weil ich habe hier die erste Aufnahme verkackt. Die erste Stunde, die wir aufgenommen haben. Falsche Einstellung. Ich habe aufgenommen mit 1080x720 und nicht 1280. Das heißt, ihr hattet links und rechts 100 Pixel schwarze Balken und das wollte ich euch einfach nicht bieten. Deswegen bin ich dann nochmal hier neu hergegangen. So. Was sehe ich hier eigentlich immer für... Was ist das? Ja, Fackel, Baum, 5. Ja, ich verstehe die Zeichen oben hier nicht. Die Kettensäge, der erschreckt mich immer. So, dann tun wir den Kies da mal rein und wir gucken mal schnell, was man braucht für... Wie hieß denn der? Für Furnatze. Slack für eine... Achso, ich muss ja nach Ofen suchen, weil ich habe auf Deutsch. Nee. Irgendwie nicht. Warte, wie heißt das Ding hier? Ofen. Electric... Warum gibt's hier... Ach, weil Buildcraft war das, glaube ich, mit den Electric Furnace und sowas. Ist ja doof. Solar Panel? Ja, die gibt's wenigstens noch. Okay, Kohlestaub. Force Ingot. War das nicht Kupfer? Force Nugget? Force Ingot? Force Nugget. Hallo, wo... Was ist Force? Kenn ich das? Hab ich das? Na... Scheiße. So, meine Lieben. Da geht die Sonne schon langsam unter. Nur nicht ganz.
Was haben wir denn hier noch? Das schauen wir einfach mal weiter. Solum, Species Serum, aha. Me, Zugangskontrolle. Ultimate Hybrid Solar Panel, wie geil. Das will ich mal machen. Oha. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Was gibt's denn hier alles für Tacket-Sachen, die ich jetzt kann? Also, Stufenziegel kann ich. Ach, eiserner Ofen, elektrischer Ofen, das habe ich gesucht. Zerkleinerer. Okay, ich glaube, ich spiele bald wieder auf Englisch. Eisenofen. Wie viel Redstone habe ich denn? Achso, und der elektrische Ofen, muss ich hier mehr gucken. Das ist ein Eisenofen. Dazu brauche ich Eis, 1, 2, hier, normalen Ofen und 1, 2, 5. Eisenbahn. 5. Und so. Ah, ne. So. Ja, ich weiß, wie man einen Ofen macht. Oha, heftig. Zack, 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 zack. Eisenofen. Elektrischer Ofen brauchen wir. Redstone. Oh. Was ist Force Ingot? Scheiße. Das ist doch echt doof. So, meine Lieben, danke fürs Zuschauen und eine wunderschöne gute Nacht. Tschüss.